Der Dachauer Apotheker Maximilian Lernbecher stellt seit der Corona-Krise täglich 20 bis 40 Liter Desinfektionsmittel her. In seinem Labor hat er dafür einen großen Vorrat an Isopropanol, einem Alkohol, der als Hauptbestandteil dient. Mit Hilfe von Wasserstoffperoxid verstärkt der Apotheker diese Funktion, denn auch das ist sterilisierend. Gemischt mit destilliertem Wasser und Glycerin wird daraus das fertige Desinfektionsmittel. Aber Vorsicht! Aber es sind natürlich Chemikalien. Der Wasserstoffperoxid ist zum Beispiel ätzend und wir raten eigentlich davon ab. Es macht auch keinen Sinn, kleine Mengen in der Apotheke oder sonst irgendwo sich zu organisieren und dann das Britscheln zu Hause anfangen. Vielleicht sind Kinder im Haus, die sich verletzen können. Dann haben wir keine geeigneten Gefäße, füllt es vielleicht in einer Lebensmittelflasche ab. Und das ist besonders gefährlich. Auch wenn die Zutaten simpel erscheinen, der Apotheker rät dringend davon ab, Desinfektionsmittel zu Hause herzustellen. Hilft es eigentlich, so ein Desinfektionsmittel ständig zu nehmen? Es macht nur die Haut kaputt. Eine rissige Haut ist auch Eintrittspforte für Viren, für Bakterien. Viele vergessen auch das Cremen. Hier in der Apotheke machen wir nichts anderes als ständig Hände waschen. Aber die ständige Desinfiziererei bringt überhaupt nichts. Also lieber Hände waschen. Und der Apotheker zeigt, wie es richtig funktioniert. Nämlich mit handelsüblicher Seife. Warum ist das so wichtig, die Hände zu waschen? Der Virus hat eine Hülle und die ist aus Fett. Und wenn man diese Fetthülle mit Seife in Berührung bringt, dann geht die einfach auf. Und das ist wie wenn man in die Pfanne Spülmittel reindort. Dann verschwindet auch da das Fett und der Virus ist nackert, wenn man so will, und geht kaputt. Dann hat er keine Chance mehr. Aber wichtig ist, die Hände gut einzuseifen, dass man alle Finger mitnimmt. Vor allem die Daumen werden immer gern vergessen. Dann die Fingerzwischenräume. Das ist wichtig, dass man die auch mitnimmt. Die Fingernägel, einfach so eine kleine Pfanne machen. 20 Sekunden Minimum. Zuletzt gründlich abspülen und mit einem Papierhandtuch gut abtrocknen. Und die Finger sind anschließend Corona-frei.